Warte mal, wohl warten. Thank you.
sind am Studieren und haben keine Freie bekommen. Der eine davon geht jetzt, hat gerade frisch angefangen, Volksmusik zu studieren. Also akzentieren wir, haben wir dafür auch einen guten Musiker dabei. Ja, das wäre jetzt eigentlich unser letzter Auftritt von unserem Projekt. Und es ist schön, haben wir hier dürfen zu Fiest zeigen. Wir hatten 3 Intensivwochenende gehabt zum Proben und bis jetzt etwa 3 Auftritte aufgeführt. Es hat riesen Spass gemacht und darum haben wir gefunden, wir führen das Projekt weiter. Also wir sind schon bereits wieder am Hirnen für einen neuen Block. Und es wäre natürlich schön, wenn wir hier noch ein paar Bärchen ansetzen. Das heisst, Jugendliche zwischen 14 und 35 sind alle herzlich willkommen. Egal, ob es schon kann tanzen, denn wir haben auch jetzt schon Anfänger dabei, die noch gar nie Volkstanz gemacht haben. Oder sechs schon ganz gute Erfahrungen, die mal gerne ein Projekt machen möchten. Es würde ein Jahr dauern und es wären eben 3 Intensivwochen, die wir dafür opfern müssen. Natürlich dürfen auch Musiker, die Jungen, auch gerne kommen. Unsere Musik wäre froh, wenn sie noch ein bisschen Unterstützung kriegt. Die sagen, zu 2 ist schon ein bisschen wenig. Also so ein Klarinettist, Örgeli, alles, wir nehmen alles, sogar die Saunen und egal was, wir sind offen. Dann sehe ich auch ganz viele Gesichter, die natürlich schon älter sind als 35. Und auch für die haben wir es auch ein Schöppchen, denn wir brauchen für unsere Probe-Weekends immer wieder Räume zum Proben. Und jede Unterstützung ist schön, wir haben gerne Auftritte, wo ihr uns helfen könnt. Also ungeniert melden, wir haben schon ein Schöppchen für euch und die Zuschauer sind natürlich auch gerne herzlich willkommen. Für die, die uns finanziell unterstützen wollen, wir haben einen Kalender auf die Beine gestellt mit ein paar Bildern von uns drauf. Ihr dürft gerne so einen Kalender erwerben. Und ein kleines Zückchen haben wir noch. Ihr dürft euch einen Anlass dritten lassen und ihr dann eigentlich mit unseren Anlass könnt den Leuten aus der Fürstenfamilie oder sonst auch sonst verteilen. Wir dürfen gerne nachher zu uns kommen, wir haben hier am Tisch. Wir nehmen eine Bestellung auf und es wird dann ein kleines Weihnachtsgeschenk. Danke vielmals und wir haben gesehen, wir haben uns hier mit einem Streit auseinandergelebt. Vielleicht versöhnen wir uns noch ein bisschen.